Liebe Zuschauer, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Jesusgebet in der Nacht, heute mit sehr vielen Gebetsanliegen, die wir auf verschiedene Tage jetzt verteilen wollen. Wir beginnen am Fatima-Tag, immer ein Grund zur Freude, mit unserem Einleitungsgebet zum Heiligen Geist. Himmlischer König, du Tröster und Geist der Wahrheit, der du überall bist und alles erfüllst, du Hort der Güter und Spender des Lebens, komm und wohne in uns, reinige uns von allem Makel und rette gütiger unsere Seelen. Herr Jesus, segne uns in deinem Namen zum Beten des Jesusgebets in der Nacht. Segne uns, damit unser Herz durch das unvergängliche Licht deinen Heiligen Geist wacht, während wir schlafen. Herr Jesus, segne uns, damit wir im Lichte des Heiligen Geistes die Wahrheiten des Evangeliums erkennen dürfen. Herr Jesus, segne uns in deinem Namen durch das Wirken und Wehen des Heiligen Geistes, der unter unaussprechlichem Seufzen für uns eintritt. Möge unser Herzensgebet immerwährend sein und uns heiligen in dieser Nacht. Jesus, wir loben die Erhabenheit deines Namens, du König der ewigen Herrlichkeit. Und nun unser Psalm zum Schutz. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, du meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus der Pest des Verderbens. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend an deiner Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend, so wird es dich nicht treffen. Mit deinen Augen wirst du es schauen, wirst sehen, wie den Frevlern vergolten wird. Ja, du, Herr, bist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht. Dir begegnet kein Unheil, deinem Zelt naht keine Plage, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf junge Löwen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. In der Bedrängnis bin ich bei ihm, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben, mein Heil lass ich ihn schauen. Am 11. Februar war das Fest unserer lieben Frau von Lourdes. Die heilige Bernadette Soubirous ist untrennbar mit der Geschichte von Lourdes verbunden. Sie ist ja unverwest und in ihren Augen findet man die Schönheit der Gottesmutter, wird darin wiedergespiegelt. Sie, die uns so viel geschenkt hat und die auch eine so große Liebe zu den Kranken hatte und die heute im Mutterhaus der Schwestern von Nevers verehrt wird. Und hier ein Gebet der heiligen Bernadette. O Jesus, gib mir das Brot der Demut, das Brot des Gehorsams, der Nächstenliebe, das Brot der Kraft, um meinen Willen zu zügeln und ihn mit deinem zu verschmelzen, das Brot der inneren Abtötung, das Brot der Lossagung von allen Geschöpfen, das Brot der Geduld, das Leid zu ertragen, das mein Herz quält, wenn du mich kreuzigen willst, es geschehe. Das Brot der Stärke, aufrichtig zu leiden, das Brot nur dich allein in allem und immer zu sehen. Jesus, Maria, das Kreuz, ich will keine andere Freude, keine anderen Freunde als eben diese.
Und nun unsere Gebetsanliegen. Eine Dame schreibt: Liebe Gottesmutter, du hast die Macht erhalten, als unsere Gnadenvermittlerin unsere Knoten zu lösen. Somit bitte ich dich für H., der vor 2 Jahren einen Schlaganfall hatte, anfangs länger im Koma lag und seither ans Bett gefesselt ist, also weder gehen, reden oder sonst etwas tun kann und sogar gefüttert werden muss. Seine gläubige Familie, Ehefrau und 3 Kinder sind vollkommen überfordert und deshalb ist er in einem Heim untergebracht. Momentan befindet er sich im Krankenhaus, vermutlich hat er eine Lungenentzündung. Liebe Knotenlöserin, erflehe am Thron Gottes, dass sein Lebensknoten gelöst werden kann und erflehe Heilung für ihn an Körper, Seele und Seele. Vereint mit der Fürsprache der Dienerin Gottes, Schwester Fidelis Weiß aus dem Kloster Reutberg im göttlichen Willen. Dann bitte ich um Ihr Gebet auch zum heiligen Josef für eine Frau, die uns schreibt. Finanzielles Wunder und neuen Lebensmut. Ich habe eine kleine Malerfirma, Kirchenmalerei, mit der ich in große finanzielle Schwierigkeiten geraten bin. Mittlerweile bin ich sehr depressiv geworden, kann meine Post nicht mehr öffnen und weiß nicht mehr weiter. Ich lebe in ständiger Angst, verhaftet zu werden und auch das Haus zu verlieren. Ich müsste mir einen Anwalt suchen, traue mich aber nicht, mich diesem zu offenbaren, weil ich so oft versagt habe. Selbst beim Gebet kann ich mich nicht konzentrieren, zittere, weine und habe keine Kraft mehr zu beten. Ich bin suizidgefährdet und brauche des Vaters Hilfe. Danke. Für diese Frau in einer so großen Not, die mit ihrer Firma sehr überfordert ist, wollen wir natürlich intensiv beten und sie der Fürsprache des heiligen Josef anvertrauen. Wir wollen aber auch für Mut und Zuversicht bitten, denn es gibt Menschen, wenn sie durch eine ganz große Phase der Not hindurchgegangen sind und diese Überforderung weicht, dass sie dann wirklich wieder aufatmen können und dass sie aber merken, in der größten Not gibt es doch einen Beistand Gottes. Ein Herr schrieb zu Ehren der Gottesmutter. Eigentlich war es ein Gebet für den 11. Februar. Liebe Gottesmutter, am 11. Februar vor 161 Jahren bist du der kleinen Bernadette Soubirou in der Felsengrotte Massiabelle in Lourdes zum ersten Mal erschienen. Das ist für mich Anlass genug, dir, meine liebe Frau, unsere liebe Tochter, unser liebes Enkelkind, unseren lieben Schwiegersohn und alle deinem mütterlichen Schutz anzuvertrauen, die mir nahestehen. Besonders empfehle ich deiner Obhut die liebe C., die dir in Maria Vesperbild so großes Vertrauen entgegenbringt. Heute ist auch der Weltgebetstag für alle Kranken, am 11. mit körperlichen und seelischen Leiden aller Art. Gib allen Hoffnung und Zuversicht, den Gesunden, dass sie gesund bleiben und den Kranken, dass sie gesund werden, denn in Lourdes wirst du besonders als Heil der Kranken hoch verehrt. Hilf bitte auch allen, für die ich zu beten zugesagt habe und allen, die voll Vertrauen um deine Hilfe bitten. Danke, unsere liebe Frau von Lourdes. Und hier schreibt ein Freund von unserem Gebet aus Kroatien. Seine Frau hat ihm mitgeteilt, dass sie noch nicht weiß, wann sie operiert wird. Es gibt sehr viele Patienten und sie wird operiert und sie hat Probleme mit der Narkose und wir beten gerne dafür. Dann, liebe Schwester Michaela Josefa, ich bitte um Ihr Gebet für meine Familie. Es ist derzeit so, dass es zwischen Eltern und 2 in der Pubertät befindlichen Enkelkindern viele Diskussionen gibt.
Weiter bitte ich um das Gebet für die Schwiegermutter meiner Tochter. Sie ist sehr schwierig und bringt Unruhe. Bitte nehmen Sie dies all in Ihr Gebet. Wir haben noch sehr viele andere Anliegen. Wir werden sie morgen hören und wollen jetzt den großen Helfer der Familien, den großen Helfer und Fürsprecher der Menschen, die sich im Konkurs in einer Insolvenz befinden, die vielleicht auch Probleme sehen, wenn etwas verschleppt wurde. Und auch hier kann man wieder herauskommen, vielleicht mit der Begründung auch gesundheitliche Schwierigkeiten. Und wir wollen jetzt den guten heiligen Josef bitten. Das herrlichste Lied ist nicht imstande, deine Tugenden zu besingen, kluger Josef, und wir danken Gott dafür, dass er so reichhaltig seine Gaben an den verlieh, welcher immerwährend sang, Alleluja. Du bist uns ein leuchtendes Beispiel, gerechter Josef, da du ruhig und demütig den Willen Gottes erfülltest, und wir rufen zu dir. Freue dich, Josef, den der Allmächtige liebt. Freue dich, denn dein Weg ist wahrlich rein. Freue dich, denn du hast die Pfade der Gerechtigkeit beachtet. Freue dich, denn du bist nicht auf Irrwegen gewandelt. Freue dich, denn du hieltest das Zeugnis der Wahrheit aufrecht. Freue dich, denn du lebtest gemäß Gottes Gesetz. Freue dich, denn du hast nie Unrecht getan. Freue dich, denn du lobtest Gott mit deinem Herzen. Freue dich, denn die Gebote Gottes waren deine Berater. Freue dich, denn du hast nie gezögert, die Gebote zu erfüllen. Freue dich, wenn du die wunderbaren Taten Gottes betrachtest. Freue dich, wenn du auf die Größe Gottes blickst. Freue dich, du heiliger Beschützer der unbefleckten Jungfrau. Wir wollen auch noch den heiligen Charbel bitten, gerade für alle, die in so großer Not sind, für die Familie mit dem schwer pflegebedürftigen Vater, für die Dame, die in einer Insolvenz steckt und Angst hat, weil sie es nicht rechtzeitig gemeldet hat. Und wir hoffen einfach, dass sie große Hilfe bekommt und auch alle anderen in Not, auch in gesundheitlichen Nöten. O heiliger Charbel, sehr mächtiger und schneller Fürbitter, wir bitten dich, uns die Gnaden zu erflehen, die wir sehr nötig haben, für alle Menschen in Nöten und aussichtslosen Situationen, für unsere Krebskranken, Schwerkranken und alle, die nicht mehr weiter wissen, auch die lieben psychisch Kranken. Ein einziges Wort von dir zu Jesus genügt, dass er uns verzeiht, dass er Mitleid mit uns hat und dass er unseren Bitten entspricht. O heiliger Charbel, Freude des Himmels und der Erde, bitte für uns. O Gott, der du den heiligen Charbel auserwählt hast, unsere Anliegen vor deiner göttlichen Macht zu vertreten, gewähre uns durch seine Fürsprache diese Gnade. Wir bitten dich für alle, die in so großen Nöten sind, um Hilfe und Heilung, damit sie Gott mit dir für immer loben dürfen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und nun unser Heilungsgebet mit Zitaten aus den Gebeten der heiligen Hildegard. Im Namen Jesu, dessen der spricht, den Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Mögen Krankheiten von uns weichen und uns Heilung geschenkt werden im Namen Jesu. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, lege deine segensbringende Hand den Kranken auf und heile durch die Kraft deines Blutes unsere Krankheiten. Herr, wir bitten dich, dass du deine Hand der Stärke, des Segens, des Trostes, der Liebe und der Barmherzigkeit, aber auch deine Hand, die uns Glauben schenkt, inmitten von Ängsten und Unsicherheiten. Und wir wollen heute ganz besonders an alle Menschen mit Zukunftsängsten, Depressionen und Panikattacken denken. Herr, segne sie.
vereint mit der Fürsprache des heiligen Josef, dass sie wieder Mut und Stärke bekommen, ihre Probleme in Angriff zu nehmen und sie im Lichte deines Willens zu bewältigen, nicht alleine, sondern mit dir. Herr, mit dir vereint gehen wir zum Teich Schiloa und waschen uns in dem von dir gesegneten Wasser. Nimm hinweg unsere Blindheit und heile durch dein belebendes Blut die Wunden an Leib und Seele. Jesus, dein Blut hat den Tod überwunden. Herr, segne uns in der Kraft deines Blutes, damit wir dir, dem Lamm, folgen, wohin du gehst. Und nun unser Jesusgebet, vereint mit dem heiligen Josef, dass viele Menschen die großartige Fürsprache des heiligen Josef annehmen, ihn, der ein nach der Gottesmutter wohl mit das größte Herz für die irdischen Nöte hat, der als Handwerker schwer arbeiten musste, der eine Flucht hinter sich hat, also Flüchtling mit Jesus war und ihm das Leben gerettet hat. Er, der Hunger und Durst, Strapazen, Aussichtslosigkeit, Mangel an Arbeit, der das alles kennt und der so großartig Gebet und Arbeit miteinander verbunden hat, ihn wollen wir bitten. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich unser und auf die Fürsprache des heiligen Josef hilf allen Menschen in Not. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich unser. 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 Allheilige Gottesgebärerin, rette uns durch deine Fürbitte. Heiliger Josef, bitte für uns. Wir lesen jetzt noch einen Abschnitt aus dem russischen Pilger. Und dieser Abschnitt ist besonders wertvoll, weil voll Feuereifer fing unser russischer Pilger das Jesusgebet an zu beten. Und jetzt stellen sich die ersten Schwierigkeiten ein. Etwa eine Woche beschäftigte ich mich voll Eifer in meiner Einsamkeit auf dem Acker mit dem Erlernen des unablässigen Gebets. Genau in der Weise, wie es mir der Staretz erklärt hatte. Anfangs schien die Sache auch zu gehen. Alsdann fühlte ich große Schwere, Trägheit, Langeweile, Schläfrigkeit befiel mich und allerhand Gedanken rückten wie eine Wolke gegen mich an. Betrübt ging ich zum Staretz und erzählte ihm von meiner Lage. Er kam mir liebevoll entgegen und sagte: Dies, geliebter Bruder, ist der Kampf der Welt der Finsternis gegen dich, denn nichts ist ihr in uns so furchtbar als das Gebet des Herzens, und darum ist sie auf jede Weise bemüht, einen zu stören und vom Erlernen des Gebets abzuwenden. Übrigens handelt auch der Feind nicht anders als nach Gottes Ratschluss und Willen, sofern dies für uns erforderlich ist. Du musst wohl noch eine Prüfung durchmachen, um zur Demut zu gelangen. Darum ist es auch noch zu früh, mit unmäßigem Eifer an den höchsten Zugang zum Herzen zu rühren, um nicht in geistigen Hochmut zu verfallen. Ich will dir für diesen Fall eine Belehrung aus der Tugendliebe vorlesen. Wir werden dann diese Belehrung hören. Sie geht darauf hinaus,
dass wenn wir geistig beten, dass wir auch immer wieder, wenn wir erschöpft und müde sind, zurückkehren können zum mündlichen Gebet, dass durch das mündliche Gebet, das wir in Liebe wiederholen, wir wieder in das geistige Meer hineinkommen. Wir haben eben unsere Müdigkeit, unsere Schwierigkeit, und das mündliche Gebet führt zum Geistigen und das Geistige führt zu einer Verinnerlichung. Aber all dies braucht Zeit, und lieber eine kleine Gebetsregel, die wir schaffen, als ganz viel, und innerhalb von einigen Tagen halten wir es nicht durch. So wusste es auch Alois Schmid, dieser begnadete Laie, der im Namen Jesu segnete, dass eine Gebetsregel, die wir durchhalten, inmitten der Schwierigkeiten, wenn sie kleiner ist, besser ist, wie dass wir uns sehr übernehmen und dann damit überfordert sind. Wir wollen jetzt noch beten für unsere Sterbenden. Heiliger Josef, du wunderbarer Gerechter, bitte für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht, dass sie durch Jesu Blut und Wunden gerettet werden. Dann bitten wir für alle Menschen in größter Not, die in Gefahr sind, Selbstmord zu begehen, dass sie das Licht Christi in ihre Seele strömt, dass sie Heilung in seinen Wunden finden, dass sie aber auch Schutz und Geborgenheit finden vor weiteren Enttäuschungen, vielleicht vor Ausbeutung und auch indem ihre Not ausgenutzt wird. Dann bitten wir den Herrn noch für die Verstorbenen im Ort der Läuterung, dass sie durch die Fürsprache des heiligen Josef zur baldigen Anschauung Gottes und zur ewigen Anbetung der Dreifaltigkeit und vor allem zur Einswerdung mit der Liebe Gottes gelangen. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich unser, und auf die Fürsprache des heiligen Josef hilf den Sterbenden. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich unser. 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 Allheilige Gottesgebärerin, rette uns durch deine Fürbitte. Heiliger Josef, bitte für uns. Liebe Zuschauer, ich darf mich recht herzlich bedanken für das Mitbeten beim Jesusgebet in der Nacht. Als Ihren geistlichen Vater und Familienfreund und Helfer in allen Bedrängnissen, von dem die heilige Teresa von Avila sagt, wenn er etwas nicht erbitten kann, schenkt er und erbittet er stattdessen etwas weit Besseres, empfehle ich Ihnen innig den heiligen Josef. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nachtruhe und die besondere und liebevolle Fürsorge Ihres heiligen Schutzengels. Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.